So. Es spielt von rechts Roter Baron Felden 2 gegen Bad Minions Berlin. So. Die Bad Minions haben ja leider in der letzten Partie den Punkt abgegeben. Wir hoffen mal, dass sie das jetzt wieder wettmachen. Eben gerade fröstelt es mich ein bisschen. Ich sitze hier nämlich im Schatten. Hier wird es eben gerade echt, echt frisch. Frisch, frisch, frisch. Oh. 10 seconds. Hoch die Hände, Wochenende. Raus nach Garzau. Go. Bad Minions. Snake 1, Center, Tempel. Roter Baron, alle drei live. Ich sehe den Tempel besetzt. Ich höre, ein T-Pack ist besetzt. Snake 1 ist besetzt. Snake 1, also auf der Seite von den Bad Minions ist die Kommunikation sehr stark. Roter Baron, G1. So, wir haben Bad Minions im T-Pack 2. Er scheint nicht zu wissen, wo es herkommt. Ja, da hat er nämlich auch gekriegt. T-Pack-Spieler bei den Bad Minions ist raus. Er hat nicht gewusst, wo sein Gegner bzw. von wo die Line kommt. Der Center-Spieler macht jetzt auf und geht vor in den großen Cake. Wir haben immer noch auf der Snake-Seite vom Roten Baron einen Spieler, der da Rabatz macht. Und die anderen Spieler von den Bad Minions wurden auch weggeknipst. Er ist über die Snake vorgegangen. Er geht auch buzzern und entscheidet das Spiel. Ärgerlich. Ärgerlich. Das hätten die Bad Minions, die sind gut gestartet, die haben gut gestanden, hatten gute Positionen. Die hätten das machen können. Machen müssen. Aber... muss ich euch auch nicht sagen, aus den höheren Ligen kennt man ja genügend Teams. Die müssen erstmal richtig vor den Kopf kriegen, gerade so vor Mittag. Ja. Guten Morgen, Jörg. Die bekommen vor Mittag meistens ganz fiese Gegenwehr und verlieren viele Begegnungen, viele Punkte. Müssen sich dann, rappeln sich dann zu Mittag auf und machen danach nochmal richtig Randale. Also mir würden einfallen, die haben zwar nicht so lange gebraucht, aber Herford Mohawks. Haben am ersten Spieltag in der dritten BL auch erstmal irgendwie so einen Denkanstoß gebraucht, bevor der Motor angesprungen ist und die Jungs da richtig, richtig zurückpowern konnten. Vielleicht ist es bei den Bad Minions auch so, ich würde es mir wünschen, ist natürlich immer so eine Sache. Ein abgegebenes Spiel frustriert natürlich auch immer ein bisschen. Aber wir sind optimistisch. Als nächstes sehen wir wieder die Herren in Magenta. Gegen Hot Paints in der 24. Begegnung. Go Paintball Garzau gegen Hot Paints Berlin. Ja, wir scheinen startklar zu sein. Wir sind startklar. Und Lütti ruft die 10 Seconds aus. Go. Hot Paints. Wieder eine kompakte Backline. Also die Jungs haben für sich herausgefunden, das so zu starten. Dass das so gut läuft. Go Paintball. Alle noch live? Nein. Ich sehe G1. Center ist allerdings noch besetzt bei Go Paintball. Hot Paints. Center.
Tempel, T-Pack 2, Snake 2 und vor ins W. Die Jungs haben den Drall raus. Die stehen immer erst sehr kompakt und gehen dann geschlossen vor. Das funktioniert sehr gut. Werden selten dabei getrennt. Sind jetzt schon auf der Seite von Go Paintball. Der W-Spieler ist durchgegangen. Hat den letzten von Go Paintball mitgenommen. Hat kurz geschaut und buzzert dann. Die anderen Spieler haben es sowohl auf der Snake wie auch auf der T-Pack-Seite in die 50s geschafft. Also, das System, wenn man ein System gefunden hat, was funktioniert, man kann das ruhig beibehalten. Also ich kenne genügend Teams, die den ganzen Spieltag nach dem gleichen System durchspielen, weil es funktioniert. Andere stellen nach jedem Punkt um, damit die anderen Teams, die schauen sich das natürlich an, sich nicht irgendwie einen Plan machen können, wie sie am besten spielen. Wenn das System funktioniert, warum nicht? Man kann es doch beibehalten. Ist doch völlig in Ordnung. In der 25. Begegnung hätten wir theoretisch die Smoking Balls gegen die Woodsheeps. Automatic Point für Smoking Balls. Womit wir dann direkt zu Crazy Dogs gegen dicke Bäuche kommen. Warten wir doch hier auf die Teams. Wir haben jetzt noch 5 Spiele bis zur Mittagspause. Beziehungsweise 4, weil das letzte Spiel vor der Mittagspause wieder von den Woodsheeps gegen die Hot Paints wäre. Was bedeutet Automatic Point für Hot Paints? Also noch 4 Spiele und dann starten wir danach in die zweite Hälfte. So, 10 Seconds sind ausgerufen für die Crazy Dogs und die dicken Bäuche. Crazy Dogs von rechts, dicken Bäuche von links. Und los geht's. So, dicken Bäuche. Um den Tempel drumherum ins T-Pack 2. Mini-W besetzt, Center besetzt. Nein, Mini-W ist raus. Das heißt G1 bei den dicken Bäuchen. Bei den dicken Bäuchen. Crazy Dogs. Alle alive. Ich sehe, der Tempel auf der Snake-Seite ist besetzt. So, oh, da hat er den Spieler in W auch gar nicht. Wieder die Crazy Dogs. Die Crazy Dogs haben wieder versucht durchzulaufen. Diesmal völlig erfolglos. Kein Spieler mitgenommen. Den im W von den dicken Bäuchen hat er ganz übersehen. Und der T-Pack-Spieler hat ihn dann bekommen. Leider hat ein anderer Spieler von den dicken Bäuchen, von den Crazy Dogs, den Spieler im W von den dicken Bäuchen rausgenommen. Die Jungs haben allerdings noch einen verbleibenden Spieler auf der T-Pack-Seite, der jetzt hier versuchen muss, zu retten, was zu retten ist. G2 bei den dicken Bäuchen. Wir haben jetzt jemanden im großen Cake von den Crazy Dogs. So, dicke Bäuche. Hat er gemacht. Ganz souverän. Er hat es ganz entspannt runtergespielt, hat sich nicht verrückt machen lassen, ist aus dem T-Pack praktisch infield Richtung W gegangen, in die kleinen Tonnen, die da stehen, und hat den Spieler von den Crazy Dogs noch erwischt und konnte dann buzzern gehen. Gut gemacht, und genau das ist es, worauf ich hinaus wollte. Nötige Erfahrung bringt immer mehr Ruhe mit ins Spiel. Man atmet meist nochmal durch, bevor man irgendeine Entscheidung trifft, und dann wird das auch in den meisten Fällen was. Haben wir jetzt hier gesehen, hat gut funktioniert. Glückwunsch an die dicken Bäuche. Wenn er clean gecallt wird, ist der Punkt gegeben. Ja. Schön.
Ich weiß von anderen Situationen aus der Winterliga, da war das Spiel theoretisch auch schon gewonnen. Und der verbleibende Spieler auf dem Feld hat es irgendwie geschafft, sich selbst auf den Fuß zu schießen. Ich habe es leider nicht gesehen, ich war leider nicht dabei. Aber die Geschichte ist mir einige Male erzählt worden. Jedes Mal irgendwie ein bisschen anders, aber am Ende stand halt immer, eigentlich war das Spiel gewonnen und er hat sich selbst irgendwie auf den Fuß geschossen. Wahnsinnig ärgerlich. Gebe ich aber auch zu, habe ich auch schon geschafft. Ich habe es auch schon geschafft, mir selber auf den Fuß zu schießen und das gleich dreimal hintereinander. Siebenundzwanzigstes Spiel. Roter Baron gegen die Kullerkekse. Roter Baron wird auf der rechten Seite starten. Kullerkekse also von links. Wir warten eigentlich nur auf die 10 Seconds, weil die Spieler schon komplett an der Base sind. Das ging wirklich sehr schnell. 10 Seconds. Und go. So, Kullerkekse. Mini-W, Center, T-Pack Corner auf der gegnerischen Seite sieht es genauso aus. Center ist besetzt. Der schießt gerade oben drüber. Alle Spieler sind alive. Gut angekommen, stehen kompakt in ihren Deckungen. Kullerkekse immer noch im T-Pack Corner. Center, Mini-W auf der anderen Seite. Center. Der Center-Spieler bei den Kullerkeksen scheint ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten zu haben. Ja, da hat man es ganz deutlich gesehen. Er spielt gegen die Sonne und kann nichts sehen. Und die Kullerkekse verlieren ihren ersten Spieler, G1, bei den Kullerkeksen. Damit ist der rote Baron in Führung. Auf beiden Seiten wird die Longline runtergespielt, beziehungsweise der Spieler von den Kullerkeksen ist gerade in der Deckung verschwunden, kam jetzt wieder raus. Guckt immer mal cross rüber, was vernünftig ist, da in der Snake 1 von dem roten Baron noch jemand sitzt. Und die Kullerkekse scheinen den zweiten Spieler verloren zu haben, G2. Nein, er geht ganz weit an die Outline ran, auf der Snake-Seite. Wollte jetzt laufen bis Snake 50, haben sie ihn aber vorher erwischt und geschickt angestellt. So, roter Baron, jetzt auf der T-Pack-Seite, schon auf der Spielfeldseite von den Kullerkeksen. Die T-Packs haben sich gebettelt, Kullerkekse haben da leider den Kürzeren gezogen, was bedeutet, dass der rote Baron buzzern gehen kann. Schade, schade, ja. Also der Spieler von den Kullerkeksen im T-Pack hat es gut gemacht, hat da noch gute Stellung gehalten, aber unterm Strich, wenn der T-Pack-Spieler ihn jetzt nicht bekommen hätte, die beiden waren schon sehr aufeinander fixiert. Ich glaube nicht, dass der Kullerkeks-Spieler den anderen Spieler vom Roten Baron noch auf dem Schirm hatte, der da gerade in Field dabei gewesen ist, sich hier aufs W zuzubewegen. Also spätestens von dem hätte er dann wahrscheinlich eine fiese Line abbekommen. Nochmal die Herren in Magenta gegen Hypnotics of Paint, also Paintball, Go Paintball gegen Hypnotics of Paint. Und dann werde ich mich auf alle Fälle gleich mal ein bisschen in die Sonne begeben und mich aufwärmen. Go Paintball von rechts, Hypnotics of Paint von links.
beide Teams sind vollzählig an der Base. Nein, bei Go Paintball fehlt noch einer. Thomas, natürlich Thomas. Jetzt sind 10 Seconds angezählt und beide Teams sind vollzählig an der Base. In wenigen Sekunden geht es also los. Und go. So, Hypnotics of Pain. Snake, ein Center, Temple. Go Paintball hat auch den Temple besetzt. Sind aber auch noch zu dritte live. Also ich habe hier niemanden mit Hand am Kopf vom Feld gehen sehen. Hypnotics of Pain sich weit in den Tempel hineingequetscht. Snake 1, Center, sitzen da gut drin in ihren Deckungen. Hier passiert gerade nichts. Jetzt hat Hypnotics aufgemacht ins T-Pack 2. Go Paintball im Tempel in der Snake 1. Thomas geht vor in die große Tonne, kommt clean an. Go Paintball in der Snake 2. Ist ganz schön, die magentafarbenen T-Shirts sind gut zu erkennen. Paintball alle drei. Nein, jetzt hat es Thomas erwischt. Die G1 bei Go Paintball. So, die Snake. Nein, G2 bei Go Paintball. Flo ist die Snake runtergerannt auf die Seite von Hypnotics of Paint. Macht sich da wirklich gut. Macht sich da wirklich gut. Ein Hypnotics Spieler ist schon raus. Ein zweiter ist raus. G2. G2. Und jetzt sitzt Flo von Go Paintball in der Snake 2 von Hypnotics. Der Hypnotics-Spieler im T-Pack 2, One-on-One-Situation, out. Da wird out signalisiert vom Ref. Der Hypnotics-Spieler hat das gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf dem Schirm hat, dass er gerade den letzten von Go Paintball rausgenommen hat. Geht die T-Pack-Seite vorsichtig runter, guckt, ob das Feld sauber ist und müsste jetzt mal. Und da geht er Basan. Gut gemacht. Gut. Out. Er wurde outgecallt. Ich habe es gehört. Ich weiß nicht. Er muss einen Hit abbekommen haben. Der muss einen Hit abbekommen haben und hat es nicht bemerkt. Ja, da hat der Marshall ihm eben gerade erklärt, was er falsch gemacht hat. Ich habe es leider nicht gesehen, weil der Kameraturm davor steht. Vielleicht können wir mal kurz den Marshall dazu befragen. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil der Kameraturm im Weg war. Warum wurde er jetzt outgecallt? Ja, warum? Ach so, okay. Wir sind beide ratlos. Okay, also ich mutmaße, es hat an Fehlverhalten gelegen und nicht, weil er dreckig buzzern gegangen ist. Tja, ärgerlich. Ärgerlich für Hypnotics of Paint. Ärgerlich. So, wir kommen zum letzten Spiel vor der Mittagspause. Dynasty Berlin gegen Bad Minions Berlin. Hup, hup. Jetzt kommt die 29. und dann ist Mittagspause. Weil die 30. ist ja Woodsheeps. Ja. Und eines, die scheint hier gerade ein bisschen zu bummeln, so wie das geklungen hat.
So, 10 Seconds sind angezählt. Dynasty von rechts, Bad Minions von links. Go. Bad Minions. Wieder gleiche Aufstellung. Direkt in die Snake 1, T-Pack 2 und Center gespielt. Dynasty anscheinend zu dritte live. Auf alle Fälle im Center. Die Dame bei den Bad Minions geht wieder vor auf der T-Pack-Seite, in die T-Pack 50s. Ist dieses Mal auch clean angekommen. Der Snake-Spieler hat in die Snake 2 geschafft. Ich sehe weiterhin nur den Center-Spieler von Dynasty, der allerdings raus ist, G1 also. Bad Minions im W. Jetzt geht sie vor über die T-Pack-Seite. Ist allerdings raus, hat es nicht geschafft. Damit G1 bei den Bad Minions. Wenn ich mir jetzt nicht verguckt habe, G3 bei Dynasty. Damit haben die Bad Minions zu zweit noch gewonnen. Und da ist er buzzern gegangen. Jetzt muss er nur noch clean gecallt werden. Sehr energisch kontrolliert. Also die Marshalls nehmen es hier schon ganz genau, aber der Punkt wird gegeben. So, meine lieben Damen und Herren, damit sind wir erstmal bis zur Mittagspause durch. Ja, waren spannende Spiele dabei, waren schnelle Spiele dabei. Wir sehen uns nach der Mittagspause wieder. Kommt vorbei.